Hallo erstmal. Ich fange am besten gleich an. Kennt ihr das, wenn man so morgens aufwacht und dann liegt draußen Schnee, man hat schon wieder halb verschlafen und dann muss man noch das lästige Kratzen der Frontscheibe vom Auto machen. Und dadurch wird natürlich auch wieder Zeit verplempert. Wir haben hier jetzt einen Smart-Wecker entwickelt, der Wetterdaten und Verkehrsdaten aus dem Internet bezieht. Und dieser Smart-Wecker nennt sich Schnarchbox. Ja, okay. Wir haben verschiedene Open-Data-Quellen benutzt. Zum Beispiel Verspätungsdaten von der Deutschen Bahn, die die Deutsche Bahn offen zur Verfügung stellt. Außerdem Verkehrsdaten von Google Traffic, womit zum Beispiel Staus erkannt werden können, die dann entsprechend vermieden werden können. Oder auch Wetterdaten. Dazu haben wir uns auch mit einem anderen Projekt zusammengetan, das eine Wetterstation entwickelt hat und eine API dafür geschrieben hat, also eine Schnittstelle, mit der wir die Wetterdaten von der Wetterstation auslesen können und für die Schnarchbox verwenden können. Wir haben übrigens noch ein anderes Projekt mit verwendet in unserem Projekt, und das war die Schnarchbox API, beziehungsweise das heißt das Advice API, die uns auch nochmal Wetterdaten zur Verfügung gestellt hat, aber auch noch Daten von einem Vertretungsplan für die Schule, um das auch mit einem beziehen zu können in der Wegzeit. Hat man Verspätung im Jahr, und das sind nur die Zahlen, die man durchs Bahnfahren aufsammelt. Das heißt, man könnte einen Tag länger schlafen, wenn man pünktlich aufstehen würde und der Wecker einem exakt die Verspätung der Bahn mit einberechnet. Wenn wir jetzt noch einberechnen, was Verkehr, also Stau oder auch Wetterbedingungen da noch alles draufrechnen würden, da könnte man wahrscheinlich noch ein paar mehrere Wochen draufrechnen. Und deswegen haben wir gesagt, dass die Schnarchbox vor allem die Welt verbessert. Und zwar lösen wir das Problem, dass wir zu viel Wartezeiten im Leben haben. Hier als Beispiel jetzt genannt Bahnsteige oder Staus, aber halt auch viele andere Bedingungen, die einem den Tag oder die einen länger irgendwo warten lassen. Das führt dazu, dass man häufig zu wenig Zeit zum Schlafen hat. Und dafür haben wir dann die Schnarchbox gemacht und Lösungen präsentiert. Genau, also ganz einfach, dadurch wartet man nur noch einen Bruchteil auf Bahnsteigen und auf Staus, und dadurch hat man auch viel mehr Zeit zum Schlafen und ist viel entspannter im Alltag. So, die Software haben wir serverseitig, also im Backend mit JavaScript und Node.js umgesetzt, und das Frontend ist einfach mit jQuery, JavaScript, HTML und CSS geschrieben. Genau, als Hardware hatten wir einen Raspberry Pi verwendet, welcher als Wi-Fi Access Point zu Hause diente und alle Open Data Dateien halt empfangen hat oder empfangen soll und verarbeitet und dann über Wi-Fi dem Smart Wecker die genaue Weckzeit für den nächsten Tag mitteilt. Als Display haben wir jetzt vorläufig ein Tablet benutzt, ein Lenovo Tab 2, Schleichwerbung. Und das Gehäuse, wie es dann letztendlich aussehen soll, kann man hier auch nochmal sehen. Wir haben, da wir leider nicht so viel drucken können mit dem 3D-Drucker, durch Materialkosten erstmal einen kleinen Ständer gebaut. Genau. Ja. Ja, und ich wollte jetzt mal eine kleine Live-Demo geben hier von unserem Wecker. Okay, schon das erste Problem hier. Okay, wir haben hier den Wecker, und wenn wir eine neue Weckzeit festlegen wollen, klicken wir einfach hier mal auf die Uhrzeit drauf. Okay, wir klicken nochmal. So, und jetzt können wir auswählen, wann wir in der Schule sein wollen zum Beispiel. Und zwar sagen wir um 8 Uhr. So. Und jetzt können wir aussuchen, wohin wir wollen. Wir wollen zu unserer Schule. Und wir wollen zum Beispiel mit der Bahn dahin fahren. Und jetzt kriegen wir eine Prognose, wann wir morgen früh losfahren müssen. Und jetzt sagen wir, okay, wir sollten mal vielleicht wieder duschen gehen oder so. Wir müssen vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Und zwar so gegen
ja, ich denke mal so um 6.45 Uhr. Und dann ist das schon eingetragen. Und am nächsten Tag geht dann auch schon der Wecker los. Beziehungsweise vorher prüft der Wecker, ob irgendwie die Bahn zu spät kommt und lässt einen eventuell länger schlafen. Und dann geht auch schon der Wecker los direkt. Das war's.